Es ist schwierig, aber wir hatten es bis jetzt Gott sei Dank nur zweimal mit dem Rauchen. Einmal Ja. bei der Horrorbuchung, die uns, haltet euch fest, 20.000 Euro Schaden eingebracht haben. Das war Wahnsinn, was ist da passiert? unsere zweite Buchung war das. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Special Guest, nämlich Robert. Hallo. Robert macht das, was viele von uns sich erträumen. Er travelt um die Welt und vermietet ein Airbnb zu Hause, um sich diesen Lifestyle zu ermöglichen. Und weil ich das einfach so geil fand, Robert, habe ich dich heute in den Podcast eingeladen. Jetzt habe ich so ganz kurz Vielen Dank. umrissen, was du machst, aber stell dich auch einfach mal kurz nochmal selber vor, damit unsere Community ein besseres Bild zu dir hat. Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt. Was kann ich da noch weiter vorstellen? Im Endeffekt hast du es ja komplett angerissen schon, was wir machen. Wir vermieten unser eigenes Zuhause, das wir selbst vorher bewohnt hatten, aus diversen Gründen, die wir hier bestimmt später noch erläutern. Und sind ja auf Reisen, sind unterwegs in ganz Europa mit dem Wohnmobil aktuell. Wir werden in naher Zukunft aber auch was anmieten, haben jetzt hier was Nettes gefunden, wo wir uns dann mal die nächsten Monate niederlassen und noch ein bisschen zur Ruhe kommen, zu deutlich attraktiveren Mietpreisen auf jeden Fall als in Deutschland. Genau, Wahnsinn. Also, das ist ich so finde es der grobe einfach Rahmen. so gut. Man sieht ja bei dir auch im Hintergrund, du bist jetzt gerade in deinem Wohnmobil, oder? Ja, richtig, genau. Ja, die Wie meisten Wohnmobile sind eher geht dunkel von das? innen. Maximal wichtige Frage, wie geht das, dass du jetzt so eine stabile Internetverbindung hast in deinem Wohnmobil? Ja, und das vor allem überall, wo man auch kein Handynetz hat. Und das liegt daran, dass wir das Starlink-System benutzen von Elon Musk, der da jede Woche 50 Satelliten hochschießt und das Netzwerk immer stabiler wird. Also ich hoffe, es sitzt auch gut und treten nicht gleich ins Fettnäpfchen mit einem Verbindungsabbruch. Aber ich glaube, das passt. Okay, also wenn wir hier später irgendwie Bildstörungen haben oder so, dann müssen wir da den Herrn Musk für verantwortlich machen. Aber Ja. ich bin schon sehr beeindruckt von der Qualität deines Bilds und deiner Internetübertragung. Wo bist du jetzt gerade? Wo seid ihr gerade unterwegs? Jetzt aktuell in Spanien, in einem Ja. kleinen netten Örtchen, das sich Carboneras nennt. Kennen die wenigsten und ist auch eigentlich ganz gut so. Jetzt kennen es vielleicht ein paar mehr. Nein, also hier ist es wirklich toll und es gibt einige deutsche Leute, die hier gestrandet sind. Das liegt daran, dass hier ein Film gedreht wurde, ein ziemlich bekannter Hollywood-Film damals vor einigen Jahren und dann viele Schauspieler hier in die Ecke gekommen sind. Also es ist wirklich schon mehrere Jahrzehnte her tatsächlich, die dann aber hier gestrandet sind. Also unter anderem hat hier der Mann, der Star Wars maßgeblich initiiert hat, auch eine kleine Villa, was ganz nett ist, vor der haben wir kürzlich zufällig gestanden und hatten sie mal gesagt, ah, wusstet ihr eigentlich, wer da wohnt? Ich so, nö, keine Ahnung, aber immer Geil. ganz nett, dann solche Geschichten zu hören. Ja. Und wir sind hier nur zufällig vorbeigekommen tatsächlich. Wir haben immer auf unsere App Also geguckt, wo können wir stehen? einfach querfeld eingefahren und Ja. dann habt ihr euch gedacht, oh schön, hier ist nett, Genau. hier bleiben wir und seid jetzt Ist da auch so seit der länger Plan schon. der Reise, ne? Dass wir einfach rumfahren und gucken, wo gefällt's uns, wo kriegt man irgendwie so ein heimisches Gefühl. Und da haben wir dann vor, auch erstmal zu bleiben. Geil. Und das Ganze macht ihr euch möglich dadurch, dass ihr quasi euer Zuhause über Airbnb vermietet. Also nahezu ausschließlich. Wahnsinn. Da muss man jetzt kurz vorstellen, was ist das für ein Haus oder für eine Unterkunft und so die Rahmenparameter. Ich Gerne. denke, der Fabian kann das jetzt auch mal dann kurz einblenden, während du das erzählst. Ja. Dann, ja, erzähl. Also geboren ist die ganze Geschichte aus einem Freund, der eigentlich einen neue Bleibe gesucht hat und ist so durch das Internet gestöbert, hat geguckt und dann ist er auf das Teil gestoßen und hat mir das geschickt und hat gesagt, hey, guck mal, du hast doch Familie, ich bin Single, das ist ja eigentlich eher was für euch. Und damals hatte meine Frau 700 € Miete bezahlt für ihre Bude und ich auch für meine. Und haben wir gesagt, komm, wir ziehen zusammen. Und dann sparen wir zwar nicht unbedingt Miete, aber haben was deutlich Schickeres, wie man jetzt Ja. wahrscheinlich auch auf den Bildern gerade sieht. Es sind 170 Quadratmeter Wohnfläche. Man hat 150 Quadratmeter Garten, hat ein eigenes Tor, was man verschließen kann. Wir haben einen eigenen Parkplatz und das Ganze halt eben wirklich mitten in der Innenstadt. Und das ist halt einmalig tatsächlich, muss man wirklich sagen.
Der Markt um uns herum sieht eher klassisch aus mit Apartments, auch größeren Apartments durchaus, auch bis zu 8, 9 Gästen, die sie beherbergen können. Wir sind aktuell bei 9 Gästen. Pläne zur Änderung sind aber auch im Raum. Es gibt so gewisse Sachen, die wir noch abändern wollen. Da weiß ich noch wollen. Nichts von. Ja, Bettenbelegung etc. Wir haben eine Ecke, vielleicht kann man das auf den Bildern nochmal kurz einblenden. Wir haben eine Ecke, eine Arbeitsecke, also ein Schreibtisch, klassisch und so weiter. Wir haben dort auch ein Bildschirm mit einem HDMI-Kabel. Wir haben Soundboxen dorthin gestellt, dass dann jemand, der eben unterwegs arbeiten möchte, dann einfach seinen Laptop anschließen kann und einen ordentlichen Bildschirm hat und vielleicht auch einen ordentlichen Sound hat. So war der Hintergedanke. Wir haben bis jetzt festgestellt, es ist zwar nett, aber es ist, wird eigentlich kaum benutzt und in diese Ecke würde eigentlich perfekt noch ein Doppelbett passen. Ja. Ah, okay, und ihr habt jetzt quasi für eure Gäste einen Workspace eingerichtet, hier Thema Work and Travel, Workation in Corona vielleicht wichtig gewesen. Absolut, ja. Aber so an sich kein Bedarf eigentlich danach. Bis jetzt nicht. Ich habe jetzt öfter festgestellt, nachdem Gäste abgereist sind, dass dann doch das Kabel von der Soundbox ein bisschen durcheinander war. Also es schien so, als hätte da jemand was angeschlossen, aber das ist wirklich eher ganz selten der Fall. Und vom Feedback der Gäste bis jetzt war es auch noch nicht so, dass jemand gesagt hat, oh, es war jetzt perfekt, dass das da war. Also ich glaube, mit weiteren Betten hat man da definitiv dann doch mehr gewonnen in dem Fall. Was aber nicht bedeutet, dass ich das nicht trotzdem empfehlen würde für andere, einen Workspace einzurichten. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Ja. Was ist denn eure Zielgruppe von diesem Airbnb? Auf wen geht ihr? Die ist tatsächlich sehr spezifisch, da wir, ich würde sagen, die einzigen sind, die ein Kinderzimmer haben. Das ist nicht so geil, euer Kinderzimmer. Genau. Und dementsprechend ist unsere Zielgruppe ganz klar Familien. Familien oder größere Reisegruppen. Wobei wir also auf jeden Fall Familien präferieren. Ja. Und wie kam das, dass ihr das dann für Familien hergerichtet habt? Einfach? Naja, es ist letzten Endes daraus geboren, dass wir ja selbst als Familie mit 2 Kindern dort drin gelebt haben. Und ich dann natürlich jetzt nicht das Kinderzimmer abgerissen hätte. Also der Gedanke war auch nie da. Und das war tatsächlich Zufall. Ich habe das dann später erst bei der weiteren Marktanalyse festgestellt, dass wir tatsächlich die einzigen sind mit einem reinen Kinderzimmer. Und es wird aber auch wirklich sehr gut angenommen, auch von Gästen, die ohne Kinder bei uns nächtigen, sind damit auch zufrieden. Das sind ja ganz normale Betten. Ja, würdest du sagen, es ist jetzt für Familien einfach ein Riesenmehrwert, so ein wunderschönes, für Kinder hergerichtetes Zimmer. Hundertprozentig. Ja, wir haben auch mehrfach für so normale Reisegruppen, die würden da, also die stört es halt einfach nicht. Nee, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Die finden es immer total süß. Und wir haben jetzt wirklich mehrfach das Feedback auch schon von Gästen bekommen, die dann einfach sagen, also wir sind durch die Plattform gescrollt. Die Kinder waren im Hintergrund, haben mit drüber geguckt. Und da war der Käse gegessen, ne? Sagt man so schön. In dem Moment, wo die Kinder dann diese Bilder gesehen haben, war halt klar, okay, die Eltern müssen jetzt das buchen, weil sonst gibt's halt Ärger mit den Kindern. Ganz einfach. Also hatten wir wirklich mehrere Gäste, die uns das so berichtet haben. Stabil. Ja. Ihr vermarktet also ganz klar an die Kinder und nicht an die Erwachsenen. Das finde ich ja auch eine spannende Herangehensweise. Wirklich. Ist was komplett anderes, ja. Ja, komplett. Auch im Garten kann man sehen, dass wir hier jetzt zuletzt noch eine Terrasse gebaut haben. Wir haben ein kleines Häuschen aufgestellt für die Kinder mit einem kleinen Weg und abends ist das beleuchtet und in dem Häuschen steht dann ein Bobbycar. Hatten wir jetzt auch schon mehrfach das Phänomen, dass dann die Kinder die Tür aufgemacht haben und gucken und wow, und das ist noch ein Bobbycar. Also es kommt auch richtig gut an. Also ihr macht einfach maximal viel, damit eure Hauptzielgruppe, nämlich die Familien und auch die Kinder, richtig glücklich sind bei euch. Und so wie das klingt, seid ihr da ja auch noch nicht fertig, sondern wenn du feststellst, ey, ein Bobbycar im Gartenhäuschen, eine Terrasse zum Spielen, so, das wäre noch nice. Dann investiert ihr quasi auch noch kontinuierlich weiter in euer Airbnb. Ja, tatsächlich. Wir haben da auch ganz nettes Playmobil stehen, eine Playmobil-Rakete und ein Flugzeug. Ja. Und das kommt auch ganz gut an. Wir haben ein Puppenhaus, das man auch auf den Bildern sehen kann. Genau. Das wurde aber tatsächlich dann nicht extra angeschafft. Also das war noch von uns übrig. Ah, ist ja auch praktisch, ne? Dass ihr dann einfach quasi, ihr wollt los in die Welt raus. Und lasst einfach
das meiste dann da. So hat man also weniger zum Packen. Ja, man muss sich nicht um diese gesamte Haushaltsauflösung kümmern. Also mega gut. Was ich jetzt viele, oder was mich zumindest viele fragen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber die sagen dann sowas wie, ja Falk, aber kommen denn die Sachen dann nicht weg? Klauen, werden die nicht von euren Gästen dann geklaut? Mhm. So? Wie ist es da deine Erfahrung? Das ist ein interessanter Gedanke. Ich muss tatsächlich auch zugeben, dass wir keine genaue Anfangsstückzahl hatten an Besteck oder an Handtüchern. Also klar hatten wir dann eine Anfangsstückzahl, sicherlich. Und die Reinigungskräfte haben da auch einen groben Überblick. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir da eine Inventur machen. Mhm. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt einfach dann jugendlicher Leichtsinn ist oder Blauäugigkeit, aber bis jetzt muss ich sagen, sieht es so aus, als wäre nichts weggekommen. Wir hatten, glaube ich, einmal, wir haben nämlich auch ein Kamerasystem im Außenbereich. Ja. Das wissen die Gäste auch, das ist auch im Inserat so angegeben und das ist auch eine ganz klare Empfehlung, gerade wenn man das so remote betreibt, dass man dann einfach guckt, wenn jetzt 4 Gäste gebucht haben und man dann einfach beim Check-in mal reinguckt. Erstens gucken wir, kommen die Gäste rein? Klappt das alles mit dem Schlüsselsystem oder dem Schlosssystem? Und stimmt die Stückzahl der Gäste? Und wenn man dann eben feststellt, ja, okay, es sind mehr, dann kann man sich ja melden. Und ja, da haben wir eben einmal beobachtet, dass tatsächlich ein kleines Mädchen ein Stofftier rausgetragen hat aus dem Kinderzimmer und das ist auch mit ins Auto gegangen und die sind dann weggefahren. So sei es, also vollkommen in Ordnung. Ich kann das total nachvollziehen, habe selbst eben auch 2 Töchter. Und wenn so eine Tochter sich erstmal an einem Stofftier festhält, dann ist das auch so. Und dann bleibt es auch so. Kriegst du dann Beef mit deinen Töchtern? Oder? Tatsächlich hat meine Tochter neben mir gesessen, als ich das auf der Kamera beobachtet habe. Und hat gesagt, Papa, und es ist doch das und das, ja. Und irgendein kleines Einhorn oder so. Und dann habe ich sie beruhigt und gesagt, das haben wir doch extra da gelassen, weil du deine Lieblingssachen mitgenommen hast und dann war das auch voll in Ordnung für sie. Hab ihr das dann eher so verkauft, dass ein anderes Mädchen sich jetzt sehr freut und sehr glücklich ist und das was Tolles ist. Ich bin echt ziemlich, ziemlich beeindruckt von der Art und Weise, wie er auch an das ganze Familienthema rangeht, weil da gehört ja schon eine Menge Kommunikationsarbeit, denke ich, auch gegenüber deinen Töchtern mit dazu. Wenn ich jetzt mir so vorstelle, wir würden das auch machen und dann kommt wer anders ins Kinderzimmer von meinem Sohn. So, das ist bestimmt, glaube ich, erstmal ein harter Brocken. Den muss man erstmal verdauen und den muss man auch, so dann Props an euch als Eltern, mit den Kindern lösen. Ne? Auf jeden Fall, das ist echt ein Thema gewesen. Gerade am Anfang, nein, ich möchte nicht, dass jemand in meinem Bett schläft. Solche Sachen hörst du dann auf jeden Fall und ist auch 100% nachzuvollziehen. Voll. Nehme ich den Kindern in keinster Weise böse, ganz im Gegenteil. Und wie du es eben auch so schön beschrieben hast, ist einfach viel Kommunikationsarbeit und erklären und abholen. Und dann funktioniert es auch. Und die Kinder merken jetzt auch langsam, gerade weil wir haben uns jetzt auch hier eine Wohnung angeguckt mit einer tollen Dachterrasse und jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, was es vorher nicht hatte. Ne, die haben sich das Zimmer geteilt. Aber es hat immerhin 40 Quadratmeter, das Kinderzimmer. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm, sich das zu teilen. Ja. Und haben und sich die aber. Wohnungen, die haben weniger. Genau. Also. Und haben sich aber immer ein eigenes Zimmer gewünscht. Und das kriegen sie jetzt. Und da ist natürlich die Begeisterung riesig. Und dann ist auch das alles verziehen, dass jetzt fremde Kinder in ihrem Zimmer sind. Robert, ich habe noch so viele Fragen. Aber ich will jetzt gerade nochmal einmal kurz zurück auf die ganzen Systeme kommen, weil ich das auch unfassbar spannend finde. Du bist ja jetzt zu 100% remote. Du bist einfach nicht vor Ort. Und zwar nicht nur mal eben nicht eine, keine Ahnung, halbe Stunde weg, sondern eine Tagesreise bist du weit weg. 5 Tagesreisen. Wie gehst du diese ganze Geschichte an? Wie machst du das? Ich habe das von Anfang an tatsächlich so gemacht, dass ich richtig viel Informationen gesammelt habe. So bin ich auch auf euch gekommen. Ja. Also wer sich über das Thema informieren will und nicht auf euch stößt, der hat bei der Recherche was falsch gemacht. Aber egal. Und da habe ich tatsächlich mir viel, viel mitgenommen, weil ihr auch wirklich viel Content liefert, der sehr, sehr brauchbar ist. Und gerade diese Sachen mit Smart Pricing, Smart Logs, alles ist smart heute, ja. Und der Channel Manager und welchen am besten. Das war tatsächlich ein Ding, ich habe mir mehr angeguckt, aber das waren tatsächlich so Sachen,
die ich dann bei euch, sag ich mal, kopiert habe. Mhm. Aber das reine Kopieren reicht ja dann leider am Ende nicht aus. So kam es ja dann auch dazu, dass wir dann letzten Endes den Kontakt bekommen haben. Ja, Weil da gibt es dann doch eben Details, auf die man achten muss und das dann einfach gut tut, da nochmal mit jemandem wie dir zu sprechen zum Beispiel, der das schon länger macht, der das im größeren Ausmaß macht etc. Es geht einfach nichts über Erfahrung. Es ist bei allem im Leben so. Ja. Genau. So, also du hast jetzt, also erstmal vielen Dank. Du hast jetzt dein Kamerasystem, du hast einen Channel Manager, ein smartes Pricing Tool. Mhm. Wie machst du die Schlüsselübergabe? Ist ja auch immer noch so ein Knackpunkt. Ja, machen wir über Smart Locks und in dem Fall auch über Nuki. Gibt es ja verschiedene Hersteller. Nuki war für uns jetzt mit das Beste, obwohl die auch ein paar Kinderkrankheiten haben. Also sowohl die Schlösser als auch die Software. Da gibt es Punkte, mit denen ich nicht so happy bin. Ja. Habe ich aber auch mit Nuki schon kommuniziert. Gerade solche Sachen wie, ich sagte mal einen Punkt, der mich am meisten stört, die Check-in- und Check-out-Zeiten. Ja. Und wenn dann ein Gast doch eben mal 10 Minuten früher da ist, steht er vor der Tür und kommt nicht rein. Ja. Weil der Code eben erst ab Check-in-Zeit freigegeben wird. Und ich habe halt mit Nuki gesprochen und gesagt, Leute, ihr müsst doch wenigstens einen Button in die Software bauen, dass man das abschalten kann, dass man sagen oder kann, so eine nein. Karenzzeit oder sowas, ne? Zum Beispiel, ja. Wir hatten es jetzt erst gestern wieder. Kam Check-in ist 16 Uhr, die Leute kamen um 15.15 Uhr. So, und kannst du nicht einfach für dich festlegen, 15 Uhr? So, also würde ich jetzt an deiner Stelle machen, einfach so Stunde vorher, Stunde nachher. Dass die Leute so eine Stunde noch Karenz haben. Naja, es ist ja ganz klar gekoppelt mit deinen Zeiten, die du auch in deinem Channel Manager einträgst. Und wir brauchen die Zeit, also wir brauchen 5 Stunden. Wir haben Checkout um 11 und wir haben Check-in um 16 Uhr, um die 5 Stunden zu haben für die Reinigung, weil es ist groß und die brauchen wir. Ja, da braucht ihr auf jeden Fall ordentlich Zeit. Ja. Dann erstmal so, Tipp, leg doch den Checkout einfach auf 10. Wir haben den Checkout in allen Objekten auf 10. So, okay. Das sind die Gäste auch aus der Hotellerie gewöhnt. Checkout 10 Uhr. Erfahrungsgemäß muss ich sagen, ist den meisten 11 Uhr schon zu früh. Und am Anfang hatten wir auch 11. Und dann haben wir es irgendwann auf 10 gelegt. Und jetzt, weil wir selber festgestellt haben, mehr Objekte. Und ich will jetzt nicht unbedingt mehr Reinigungsleute einstellen. Ja. Sondern die sollen einfach ein Stündchen mehr Zeit haben. Dafür haben wir von 10 bis 15 Uhr sozusagen. Also 15 Uhr ist unser Check-in. Okay. 16 Uhr geht auch. Du könntest aber 10 bis 16 Uhr mal einfach antesten und den Gästen dann schreiben, wenn ihr später auschecken wollt, können wir das machen. Aber das kostet dann wieder Geld. Das machen wir tatsächlich auch. Also die Gäste bekommen alle eine Buchungsbestätigung und in der Buchungsbestätigung steht das auch tatsächlich drin, dass je nach Verfügbarkeit eben früher ein- oder ausgecheckt werden kann oder später, je nachdem. Ja, und da hat man auch immer wieder Leute, die dann anfragen. Und wenn es passt, machen wir das auch immer möglich. Und wenn es passt, machen wir es tatsächlich sogar auch kostenfrei möglich. Ja, ja. Weil meine Politik dahingehend einfach ist, wir haben einen sehr hohen Preis pro Nacht. Und dementsprechend biete ich auch einen Mehrwert an Service, sage ich einfach, ja, wo man dann nicht so kleinlich ist und dann sagt, okay, dann muss ich jetzt hier unbedingt noch den 50er mitnehmen oder was. Das könnte man natürlich machen, aber das muss ja dann am Ende jeder für sich entscheiden. Ne? Ja, klar, also letztendlich ist das dann so eine Controlling-Aufgabe, den Pro-Kopf-Umsatz zu erhöhen, aber bei uns machen wir es auch so zum Beispiel, wenn die Bewertungen in eine Richtung gehen, die ich nicht haben möchte, dann nehme ich das raus. So, weil es ist ganz klar ein Punkt, die Gäste haben eine wunderschöne Unterkunft gebucht, sind auch mit einem hohen Preis einverstanden und dann kommst du am Anreise oder kommst an und schreibst, ja, ich möchte Early Check-in oder so und dann kostet er halt nochmal ein paar Euro. Und dann sind die Gäste unzufrieden wegen diesen paar Euro, obwohl sie insgesamt einfach ein vernünftiges Konstrukt haben. Also es ist wirklich eine Gratwanderung, da den perfekten Preis für zu finden, sodass die Gäste sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, weil man halt Geld dafür nimmt, dass sie ihm ein mehr Umstände machen, weil es ist ja Umstand, ne? Ja. Du musst dich drum kümmern, du musst das einstellen, dass der Code verfügbar ist,
Du musst gegebenenfalls deinen Reinigungsleuten Bescheid sagen. Die Reinigungsleute müssen umplanen. Also es ist einfach ein Aufwand. Und wenn man das dann mit harten Zahlen einfach unterlegen würde, dann kostet dich das Geld, sowas zu ermöglichen. Auf alle Fälle. Geld oder Lebenszeit. Und man unterschätzt es vielleicht auch manchmal, dass diese Gastkommunikation und dieser Verwaltungsakt letzten Endes, selbst bei einer Unterkunft, wenn du dann in deinem automatisierten System eben eingreifen musst, ist es tatsächlich so, dass du das nicht in 5 Minuten mal schnell, sondern es ist, wie du sagst, es ist tatsächlich dann ein Aufwand, der betrieben wird, der auch hoch sein kann. Ja. Da kommt mir gerade eine Frage, Robert. Könntest du so abschätzen, wie viel Zeit du in der Woche für den Betrieb deiner Ferienwohnung aufwendest? In der Woche, klar, gut, könnte man jetzt hochrechnen. Ich würde mal sagen, durchschnittlich am Tag 1,5 Stunden. Chillig. Ja, aber okay. Also so im Durchschnitt. Es ist jetzt schon eher ein bisschen hochgegriffen. Es kommt wirklich darauf an. Es gibt Tage, wir hatten zum Beispiel gestern 3 Buchungen an einem Tag. Mhm. Alles ist ja letzten Endes automatisiert. Die Leute kriegen ihre Benachrichtigungen etc. Aber da wir tatsächlich jetzt auch nur eine Unterkunft haben, mache ich mir auch die Mühe und gucke dann nach. Ist die Mail rausgegangen? Hat der Gast noch was nachgefragt? Wie viele Personen sind es? Ich kommuniziere das dann auch gleich mit dem Servicepersonal, dass die dann gleich Bescheid wissen und so weiter. Wobei ich das nicht wirklich kommunizieren muss, sondern die haben Zugang zum Channel Manager und können dann eben einsehen. Manchmal und bei manchen Plattformen ist es aber so, zum Beispiel bei Airbnb, dass wenn du Kinder dabei hast, es teilweise nicht angezeigt wird im Channel Manager. Und so die Erfahrung bis jetzt. Und da, genau, gucke ich einfach nochmal rein. Ne? Muss ein Babybett aufgebaut werden, etc. pp. Wann wollen die anreisen? Was gibt's da? Und dann kommt man schon, also manchmal ist es auch mehr. Aber im Schnitt würde ich sagen, eine Stunde am Tag so. Ja. Okay, also eine Stunde am Tag, jeden Tag in der Woche? Nicht jeden, nee. Es gibt auch tatsächlich mal 2-3 Tage am Stück, wo man sich fast um nichts kümmern muss. Wo man einfach pro forma reinguckt, auf jeden Fall. Ich gucke auf jeden Fall jeden Tag auf meinen Channel Manager, damit ich immer einen Überblick habe über die Buchungen. Das mache ich jeden Tag. Und das ist aber manchmal wirklich nach 10 Minuten, Viertelstunde auch erledigt dann. Ja. Ja. Und jetzt hast du ja auf der einen Seite deine Aufwandsseite. Lass uns über Erträge sprechen. Mhm. Also, ihr habt dieses eine Airbnb und finanziert euch dadurch euren Travel-Lifestyle. Ja. Was krass ist. Also, was kommt rum am Ende? Wo diese eine Stunde Aufwand, wogegen steht das? Naja, also man muss ja auch noch dazu sagen, dass ja eine Vorarbeit auch geleistet wurde tatsächlich. Hm? Ja. Müsste man im Endeffekt ja noch mit reinkalkulieren. Also wir haben auf jeden Fall, ich würde sagen, 3 Monate am Stück wirklich jeden Tag 10 Stunden oder so mit der Unterkunft verbracht, bis es dann alles wirklich auch gesessen hat, bis wir auch unser Zeug draußen hatten, etc. Wenn du willst, erzähle ich das nochmal ganz kurz, wie das ablief. Ja. Aber wir waren bei den Zahlen eigentlich, das Spannendste. Müsst ihr euch nochmal kurz gedulden, bis wir zu den Zahlen kommen. Genau, das war so, dass bei uns die Preise explodiert sind mit der Grundversorgung, also Gas und Strom etc. Wir hatten ohnehin schon immer einen hohen Gasabschlag von 230 Euro oder was. Das ist schon sehr hoch. Was aber daran liegt, dass das Gebäude auf einer Seite nicht gedämmt ist und das Dach auch nicht gedämmt ist. Das heißt, wenn wir heizen, geht es eigentlich komplett oben raus. Ist auch ein Thema, was noch geklärt wird gerade seit 4 Jahren. Also, naja. Wird gerade seit 4 Jahren geklärt. Das liegt aber am Amtsgericht dieser Stadt, das sehr langsam arbeitet, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, die Preise sind explodiert. Wir hatten, wie gesagt, ohnehin einen hohen Abschlag und dann hat der sich verdreifacht. Und dann bist du irgendwie bei 600, 700 Euro nur für Gas. Und dann habe ich gesagt, nee, also tut mir leid, das bringe ich nicht übers Herz, das schaffe ich nicht. Und der Grundgedanke, irgendwann die Wohnung zu vermieten, war ohnehin schon da. Also der kam nicht erst dann mit dem hohen Abschlag, der war schon vorher da. Und dann habe ich gesagt, komm, ich informiere mich, habe angefangen zu recherchieren, Bilder gemacht, die Bilder habe ich auch selbst gemacht tatsächlich, Bilder gemacht und dann ein Inserat erstellt. Und innerhalb kürzester Zeit, als ich dann gesagt habe, okay, das sieht einigermaßen in Ordnung aus, live geschaltet, und ich glaube am selben Abend, irgendwie 20 Minuten später, kam die erste Buchung rein.
Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung von Kalender gehabt und nichts. Und hatte nur Glück, dass die Leute nicht morgen gleich gebucht hatten. Weil wir waren ja selbst noch in der Wohnung. Naja, und dann kam irgendwie noch eine Buchung am nächsten Tag und noch eine und noch eine. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, ich muss den Kalender blockieren. Und dann habe ich den Kalender irgendwie 5 Wochen blockiert. Und dann, haben wir angefangen zusammenzupacken unser Zeug. Und hattet ihr dann schon Buchungen in der Zeit, wo ihr eigentlich selber noch in der Wohnung wart? Ja, was habt ihr dann gemacht? Ja, Panik geschoben. Ja, wir haben gesagt, wir müssen hier raus. Mist. Und dann haben wir eben dann in Windeseile, aber das war ein guter Motivator auf jeden Fall, ein guter Ansporn, dann wirklich zu sagen, ich habe mich auch tierisch gefreut, also ich habe mich wirklich gefreut darüber, sehr, ne? Weil das war so ein kleiner Traum und dann hat man einfach gemerkt, oh krass, also da kommen wirklich Buchungen rein und das scheint den Leuten zu gefallen, das weißt du ja vorher nicht, vor allem, wenn du es noch nie gemacht hast. Ja. Aber das ist eine Sache, die funktioniert, definitiv, vor allem, wenn man sich da ein bisschen abhebt. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Markt sich immer weiter professionalisiert. Dementsprechend braucht man da nicht anfangen mit irgendwelchen komischen Bildern, die dann nicht gut ausgeleuchtet sind oder einer total schlechten Beschreibung. Wobei ich sage, die Leute lesen sowieso kaum was, das ist nicht so wichtig, aber die Bilder sind enorm wichtig. Ja die Leute, so, oder? Ja. Die lesen ist einfach so. Du hast die schönste Beschreibung da reingezimmert, erklärt, wo kann geparkt werden und die erste Nachricht ist: Wie funktioniert das mit dem Parkplatz? Also das haben wir auch dauernd. Ich schicke den Leuten mittlerweile immer nur noch dann ein Bild von unserem Hof, wo wir ja sogar so ein Parkingzeichen haben, so ein blaues. Ja. Ja, und sag, hier. Naja. Weißt du noch, wie viel du für deine erste Buchung dann bekommen hast? Ja, gut, kommen wir zu den Zahlen. Wir haben da gesessen, meine Frau und ich. Erste Nacht, für die erste. Kann ich dir genau sagen. 182 Euro. Was ja schon für die meisten jetzt wahrscheinlich hoch ist. Ja, aber ihr habt 170 Quadratmeter, ne? Und wie viele Personen waren das? Das war tatsächlich eine Familie, 2 Erwachsene und 3 Kinder, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also wenn jetzt 182 Euro für eine Nacht. Ja, für eine Nacht, genau. Und dann seid ihr bei 36,40 Euro. Pro Kopf. Wir hatten, glaube ich, noch 30 Euro Reinigungsgebühren. Auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, was machen wir da und ist das zu viel? Und ich glaube irgendwie sowas. Ich hab mich später also tierisch noch über diese Buchung geärgert, als ich dann alles verstanden habe, habe ich da immer wieder hingeguckt. Und wir haben bis heute noch solche Altlasten drin. Also wir haben noch zwei Dinger, die noch kommen, die noch von damals sind. Ist einfach extrem, extrem wichtig, dass man den richtig angeht, weil diese Geschichte, die du mir jetzt erzählst, Robert, die habe ich schon häufiger gehört, weil Leute dann einfach sich denken, geil, okay, ich mache erstmal, keine Ahnung, Preis weiß ich noch nicht, mache ich erstmal 50 Euro rein, habe auch keinen Mindestaufenthalt oder so und dann, keine Ahnung, ist das Essen fertig? Das war auch so ein Thema. War eine Nacht, es war eine Nacht, die gebucht wurde. Eine Nacht Mindestaufenthalt, ne? Dann ist das Essen fertig, du machst Computer rot, fährst du runter, gehst essen, dann ist irgendwie Family-Programm, du startest am nächsten Morgen den Computer, 10 Buchungen, immer schön eine Nacht, über mehrere Monate verteilt, für 50 Euro, ohne Reinigungsgebühr, ohne vielleicht eine Kurtaxe oder Steuer, so, das ist halt, darf dir halt nicht passieren, sowas, ne, und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dann da aufzuklären, weil da einfach wirklich eine Menge Geld auf der Straße liegen bleibt und die Leute sich frusten stellenweise. Ja, habe ich ja selber auch bei unseren ersten Objekten haben wir das alles auch gehabt. Aber du musst zugeben, dass jetzt im Nachhinein das eine gute Lesson war letzten Endes. Und ich muss auch sagen, dass klar mich das einerseits ärgert, aber letzten Endes hat dieses einfach reinstolpern und machen dazu geführt, dass wir es halt gemacht haben. Und das ist halt dieser Riesenpunkt. So, egal wer das vorhat da draußen, man muss halt einfach anfangen, auch wenn einige Sachen noch nicht klar sind. Und wenn man da jetzt nicht irgendwie den allergröbsten Fehler macht und dann, also ich würde immer sagen, vielleicht das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du aus Unwissenheit direkt am Anfang irgendwie eine deiner ersten Buchungen stornierst, selbst.
Ja. Ich glaube, dann kannst du das Ding löschen und dir einen neuen Account machen, weil dann wirst du halt so schlecht gelistet. Ich habe die Erfahrung Gott sei Dank selbst nicht gemacht. Ich habe das zum Glück gleich verstanden. Das war mir schon irgendwo klar, dass man dann dort irgendwie so ein Penalty kriegt. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Eine Strafe oder was. Und das Gott sei Dank nicht. Aber für alle da draußen, don't do it. Also nicht stornieren. Ja. Ja. Das ist schon eine harte Politik. Schlecht. Oder so eine schlechte Bewertung. So eine Chaosbuchung. Hör mal, hast du ja auch noch eine Pain-Geschichte gerade am Anfang gehabt, ne? Da können wir auch nochmal zu den Zahlen kommen. Ja, wollen wir jetzt schon über die Zahlen sprechen? Ich meine, wenn du 182 Euro für eine Nacht hast und wo ist deine Auslastung? Bei, ich muss wirklich sagen, durchschnittlich hätte ich jetzt gesagt 75%. Wir schaffen es eigentlich immer über 70 und wenn es gut läuft, über 80. Das schaffen wir eigentlich öfter auch. Nice. Also 76, wie viel Prozent 81, Auslastung 83. brauchst du, um alle Kosten zu decken? 40? Mhm. Das ist so ein grober, so 30-40 Prozent braucht man häufig, ja. Aber großes Objekt, hohe Nebenkosten, denke ich mal, das wird es. Die haben sich jetzt wieder reduziert, muss man sagen, aber ist immer noch hoch. Also wir haben schon laufende Kosten. Eine schöne Spanne, ne? Zwischen 40 und 70 oder 75%. Ist auf jeden Fall so, dass wir uns jetzt hier für 500 Euro Miete was mieten können. Ja. Und dann auch noch Geld übrig haben zum Essen. Ja. Und euren Van-Lifestyle, denke ich mal, noch mitfinanzieren könnt, ne? Der ist ja eigentlich relativ günstig, wenn du nicht unbedingt super viel fährst, wobei der Sprit jetzt in Spanien auch sehr, sehr günstig ist. Also wir tanken Schnitt auch so für 1,30, 1,40 den Diesel. Mhm. Das ist auch angenehm. Immer noch teuer genug, finde ich, aber besser als 2 Euro. Ja. Und wenn du jetzt nicht unbedingt viel am Reisen bist, dann hast du tatsächlich kaum laufende Kosten, bis auf die Kinder wollen wieder einen neuen Schnorchel haben und du brauchst Lebensmittel. So. Das sind so die Sachen, die anfallen und so ein Sommerkleidchen oder was ist hier auch super günstig auf jeden Fall. Könnt ihr euch dann da mit dem Van einfach irgendwo an den Rand stellen oder geht ihr mal auf Campingplätze? Nee, wir sind tatsächlich solche, die dann da freistehen. Alles gesittet. Wir sind auch, jetzt ist momentan Saison, also es gibt einige Plätze, an denen wir sag ich mal, im Frühjahr waren, die waren dann sehr leer. Da stellen wir uns jetzt nicht hin. Das erscheint uns unangemessen und dann machen wir das auch nicht. Andere sind da anders, weil jeder wie er denkt. Und wir stehen gerade schön in so einer Seitengasse und ich jetzt hier vorne aus dem Fenster gucke, ist da direkt das Mittelmeer. Also unangenehm, sehr unangenehm. Ja. Die ganze Nacht das Wellenrauschen, das ist das Unangenehmste. Ach, geil. Nee, ist echt, also ist echt toll. Ich bin da super dankbar dafür. Muss aber auch sagen, dass ich das selbst gemacht habe, das hat mir keiner geschenkt. Ja. Ich habe dafür hart gearbeitet und da wirklich Schweiß, Blut und Tränen auch gelassen. Zu den Tränen können wir gleich nochmal kommen mit unserer zweiten Buchung. Und habe das dementsprechend, sag ich, mir dann auch verdient. Ja. Das ist auch sehr einschneidend, also es kann auch nicht jeder. Nicht jeder lebt mit 4 Köpfen in einem Wohnmobil. Klar, wir mieten uns jetzt auch was, aber wir sind seit 6 Monaten im Wohnmobil tatsächlich. Und da sagen auch viele Bekannte von uns, wie macht ihr das mit den Kindern und so weiter? Also das könnte ich nicht. Glaube ich, also die meisten könnten das vielleicht nicht. Ja, massiv. So. Ich finde es super beeindruckend, dass ihr das so macht. Es ist ja auch eine richtig mutige Geschichte, einfach loszufahren mit den Kindern. Ja, und dann da, wirklich, ja. Und es ist auch nicht so, dass es irgendwie dann alles immer haha, toll und Van-Lifestyle. Ja. Es ist so. Du hast Ängste und Sorgen und Nöte und die musst du übergehen und dann damit wachsen. Und es ist auch so, dass auf der Reise immer irgendwas passiert. Also zuletzt ist uns eine Solarzelle hat sich abgehoben auf der Autobahn, ist hochgeflogen. Natürlich die vorderste, die dann nach hinten fliegt und alle Fenster zerschlagen hat. Oh no. Das sind solche Themen. Das war dann im Februar. Jetzt zuletzt ist uns der Kühlschrank kaputt gegangen. Nagelneuer, Dometic, 1300 Euro, tollster Kühlschrank, der genau nach 2 Jahren sagt, Modulfehler. Die Platine hat sich zufällig nach exakt zwei Jahren, Ende der Garantie, aufgehängt. Das ist ja frech. Das ist ja richtig Zufall. Frech. Ja. Naja, auch das haben wir aber geklärt. Also es gibt, ich bin so ein Mensch, für mich gibt es nur Lösungen. Ne? Ich stand dann zum Beispiel auf der Autobahn, sehe die Scherben und sage, meine Frau guckt mich an und ich sage, weißt du was, ich reg mich jetzt überhaupt nicht auf. Ich räume das jetzt zusammen
und dann fahren wir irgendwo hin und reparieren das. Und so haben wir es dann auch gemacht. Es bringt nichts, sich aufzuregen. Ja. Nee, ja. Weise, sehr weise Worte. Also nur Erfahrungswerte. Ich habe mich früher viel aufgeregt, glaub mir. Es gibt halt so viele Leute, die regen sich über Sachen auf, die sie selber nicht verändern können. Ne? Genau. Wetter ist schlecht, Stau, keine Ahnung. Politik gefällt mir gerade nicht oder so. Jetzt wobei ist ja Politik, auch heiß würde bei euch. Sagen, ist ein Punkt, den kannst du ja sogar noch verändern. Da kann man ja drauf einwirken. Oder halt so diese ganzen Klassiker. Ey, mir ist zu heiß, ist zu warm. So, spar dir doch einfach den Atem und mach was Gutes draus. Du kannst es den Leuten nicht recht machen. Und da kommen wir auch wieder zu den Bewertungen bei Airbnb. Du kannst dir noch so viel Mühe geben. Wir hatten zuletzt dann Leute, die haben die Lage schlecht bewertet. Und dann habe ich halt, ich schreibe dann, ne, bitte gib uns Feedback, weil das ist die einzige Chance, uns zu verbessern. Und machen die Leute dann auch, wenn du es denen so sagst. Und dann hat sie geschrieben, ja, also uns hat die Aufteilung, wir können vielleicht hier im Inserat nochmal alles einblenden, wir haben sogar einen Grundriss drin. Ja. Und hat dann gesagt, ja, das hat uns nicht gefallen, dass es im Endeffekt alles Durchgangszimmer sind. Ich sag mal in Anführungszeichen, weil wir haben 3 Eingänge insgesamt. Also du kannst sie dann aussuchen. Du musst nicht durch alles durchlaufen. Aber es hat ihnen nicht gefallen und der Gast schrieb, wir haben es zwar auf den Bildern gesehen und ihr habt auch einen Grundriss, auf dem man das gut sieht, aber wir bewerten es halt einfach trotzdem schlecht. Okay, danke. Also, warum hast du es dann gebucht? Cool. Ja, also du steckst du nicht drin. Auch das ist ein Punkt, der dann wirklich kurz so zwickt bei mir. Es zwickt so vor allem bei meiner Frau, die nervt sowas richtig. Er sagt, was soll das? Und kannst es aber nicht ändern. Das ist dann so ein fieses Bauchgefühl, ne? Wenn man da Herzblut reingesteckt hat, wenn man da richtig viel dran gearbeitet hat und dann kommt jemand und nimmt diese Herzensangelegenheit und bewertet die schlecht. Ich fühle mich dann, ich weiß noch, gerade am Anfang habe ich mich dann häufig einen ganzen Abend lang schlecht gefühlt, wenn mir ein Gast eine schlechte Bewertung gegeben hat. Ich habe gedacht, alles scheiße, also einfach richtig schlecht, ein richtig schlechten Abend gehabt dann. Hast du da noch so eine ganz besondere Bewertung im Hinterkopf? Würde mich mal interessieren, woran es gelegen hat. Oh, nee. Also mittlerweile bin ich da echt ein bisschen abgestumpft. ist auch besser, ist auch gesund. Ja, weil so ganz ehrlich, ich weiß, okay, 7er Bewertung bekommen, der Gast hat bei allem 10 gegeben, so, und ich denke mir, warum kriege ich dann im Schnitt eine 7er Bewertung? Oder, eine weiß ich noch. Das war relativ zu Beginn, das waren in der ersten Wohnung, die wir hatten, 2 Mädels, die an der Uni auch waren, und die haben da, das waren da Dozenten, die haben da irgendwie einen Workshop gegeben. Und die kamen an, und wir hatten gerade geswitcht von Niklas und ich putzen selber zu, wir haben so einen Aushang an die Uni gehangen und mit so Abreißzetteln, wo du dich bewerben konntest auf die erste Stelle, die wir vergeben haben, eine Putzstelle. Wie schön. Und dann hat sich da ein Student beworben, ein Philosophiestudent, weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Er hat nur so kurz bei uns gearbeitet. Ja, vielleicht hat er philosophisch gereinigt. Ja, also super netter Typ auf jeden Fall. Aber Reinigung war jetzt nicht so die Stärke. Und wir hatten auch noch nicht so die Strukturen. Ich habe es da noch nicht nachkontrolliert. Und dann meinten die Leute, ja, hier ist aber nicht so sauber. Schade, ja. Das ist schlecht. Womit sie auch vielleicht sogar recht hatten. Ja. Bin dann gekommen, hab die Punkte, die sie kritisiert hatten, mir angeschaut. War in Ordnung sauber. Aber sie hatten zum Beispiel gesagt, das, was sie am meisten gestört hat, waren Haare an der Wand im Badezimmer. Mhm. So ein kleines Badezimmer. Wenn du dich dann vom Spiegel föhnst, dann gehen hinten an die Wand. So manchmal ist da noch so ein langes Haar auf der weißen Kachel. Ich dachte, okay, kann ich nachvollziehen. Hör mal, mir ist ganz wichtig, dass ihr hier bei uns eine gute Zeit habt. Dementsprechend, Reinigung war nicht okay. Wir erstatten euch die Reinigungsgebühr. Und dann bin ich am nächsten Morgen noch hingefahren und hab dem vom Biobäcker um die Ecke Brötchen vorbeigebracht. So als kleines, um es wieder gut zu machen. Hey, sorry, tut uns leid. So als einfach als kleines Dankeschön. Die haben uns eine 3-Sterne-Bewertung gegeben. Auf Airbnb oder? Auf Airbnb, ja. Das ist, und dann hab ich gedacht, ist mies, ja. Boah, Leute, ich habe euch die Reinigungsgebühr erstattet.
wir haben uns lange, lange unterhalten. Das war eigentlich alles cool zwischen uns. Ihr habt Brötchen bekommen, viele Brötchen. Warum müsst ihr mir jetzt dafür eine 3-Sterne? Bewertet mich doch einfach nicht. Aber warum eine 3-Sterne-Bewertung? Stimmt, die Möglichkeit besteht ja auch, einfach nicht zu bewerten. Ja. Ich bin auch wirklich am Überlegen, ob man den Gästen vielleicht dann doch nach der Buchung, ich lasse ihnen ja sowieso eine Mail zukommen, aber vielleicht zu sagen, hey, und wenn du unzufrieden warst, bitte sei dir bewusst, wie signifikant wichtig diese Bewertungen sind auf Airbnb, so, dann lass es vielleicht und wir bessern uns, oder ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, den meisten ist es wirklich nicht bewusst, wie wichtig es ist, eben für dein Ranking und auch für andere Gäste. Ja. Letztens noch eine Studie gelesen, dass irgendwie, wenn dein Bewertungsergebnis um 1% besser ist, hast du 1,2% mehr Revenue. Ja. So, und das ist massiv, ne? Wenn du dir überlegst. Ja, wo seid ihr aktuell mit der Bewertung? 4,98. Und wir hätten so gerne die 5, aber... Ja gut, das langfristig hältst du das nicht. Das geht einfach nicht, weil du immer... Wir hatten es eine ganze Zeit geschafft. Ich glaube, 3-4 Monate waren wir da wirklich, stand da eine 5. Ja. Und die sieht einfach strahlend schön aus. Ja. Ja, es ist wirklich so. Und dann kam eben dieser besagte Gast, der dann 3 Sterne hinterlassen hat, nicht als Gesamtbewertung, sondern nur für die Lage. Und das hat dazu geführt, dass da unser Schnitt schon runtergegangen ist so ein bisschen. Ja. Und jetzt hatten da wir merkt man mal, wie viele Bewertungen, wie viele 5-Sterne-Bewertungen du eigentlich brauchst, um eine 3-Sterne-Bewertung wieder auszubügeln. Das ist heftig. Wir waren auf 4,97 und haben jetzt, lass mich nicht lügen, aber bestimmt 10 5-Sterne-Bewertungen hintereinander bekommen, um auf diese 4,98 zu steigen. Also diese 0,01% hoch, brauchst du irgendwie 10 5-Sterne-Bewertungen, um die dann wieder hochzukriegen. Also es ist enorm. Ja. Robert, wir haben immer noch nicht drüber gesprochen, wie viel Umsatz ihr eigentlich mit dem Gerät macht. Was machen wir zuerst? Die Horrorbuchung oder den Umsatz? Boah, ich glaube, erstmal den Umsatz. Jetzt haben wir die Leute lange genug hingehalten. Ja. Und erzähl erstmal so ein bisschen über den Umsatz. Wie hat sich das entwickelt? Wie seid ihr gestartet? Ja. Wo seid ihr jetzt? Wo möchtest du hin? Wir sind gestartet mit dem Gedanken, dass man sich wirklich gefragt hat, was machen wir? Nehmen wir 120, 150 Euro? Wir haben uns das so durchkalkuliert, dass wir gesagt haben, okay, Moment, Sekunde, ich muss mal husten. So, dass wir gesagt haben, was kann man den Leuten, was ist fair? Was ist auch ein fairer Kurs? Es ging uns nie darum, irgendwie möglichst viel Profit zu machen. Es ging uns darum, diesen Lifestyle zu finanzieren, den wir jetzt haben. Und dafür hätten wir eine gewisse Summe X gebraucht im Monat abzüglich der laufenden Kosten. Und dann sind wir irgendwo gelandet bei, ja, also 180 Euro wären schon gut, aber 250 Euro wären schon richtig gut, ja, pro Nacht. Und dann hast du ja auch die nicht jede Nacht, sondern du hast ja 70-80% Auslastung, wenn es gut ist. Ja, und sind dann eben gestartet mit einer ganz niedrigen Reinigungsgebühr von, ich glaube, wirklich 30 oder 40 Euro. es war witzlos. Und wir haben das halt noch nicht richtig verstanden gehabt. Dahingehend muss ich aber auch sagen, war dann auch unsere Politik die ganze Zeit den Reinigungskräften aber auch richtig was zu zahlen. Also ich habe immer gesagt, jemand, der putzt und das macht, und das ist letzten Endes körperliche Arbeit, und es ist groß bei uns, du hast 8 Betten, du musst da auf so eine Empore hoch, ja, die wir da noch haben, da tun sich auch manche schwer, den Sauger dann da hochzuschleppen. Bettwäsche für 8 Betten, ne? Da kommen schon ein paar Kilo zusammen. Auf jeden Fall, ja. Das merkt man dann immer bei den Wäschekosten. Die Kilopreise. Und so hat das angefangen, und da haben wir uns dann so Stück für Stück hochgearbeitet, haben dann angefangen mit dem Pricing-Tool, und ich glaube, ich überlege gerade, wann ich dann zu dir gekommen bin, weil das hat auf jeden Fall nochmal eine Steigerung gebracht. Auch einfach dieser Hintergrund, dann jemanden eben wie dich oder euch zu haben, der einen dann da auch ermutigt und sagt, hey, guck mal, das ist die Unterkunft aber auch wirklich wert, und das kannst du schon machen, ne? Das kann man schon ausprobieren. Ja. Das hat dann auf jeden Fall auch nochmal eine Steigerung gebracht, aber wir hatten uns vorher dann schon eingependelt, irgendwo unter 300 Euro pro Nacht hatten wir uns so eingependelt. Und sind jetzt, ich habe letztens mich selber ein bisschen erschrocken, du kriegst einen Durchschnittspreis errechnet von deinem Pricing-Tool, was im Schnitt eben ist. Und ich glaube, wir sind bei einem Schnitt von
430 Euro pro Nacht ist der Schnitt. Das bei heißt, es gibt auch Leute. Von im Schnitt 75%. Ja. Würde ich sagen, im Schnitt 75%. Ja. Geil. Dann habt ihr einfach knapp 10.000 Euro Umsatz. Exakt, ja. Das ist. Genau, wir haben die 10.000 noch nicht geknackt. Ergebnis. Das ist einfach ein so gutes Ergebnis und es macht mich irgendwie richtig glücklich, dass ihr euch diesen Lifestyle ermöglichen könnt mit Airbnb. Hm. Also es gibt mir definitiv wiederum was. Ja, das ist schön, ja. Freut mich. Genau, also wir haben die 10.000 noch nicht geknackt. Das wäre natürlich schön, einfach da wie so eine kleine Trophäe, ja. Aber auch nicht auf Zwang. Also es ist so, dass wir da nicht gierig sein wollen und auch nicht sind. Und das, was möglich ist und das, was ein Fair Value ist oder was die Leute auch bereit sind zu zahlen, können sie zahlen. Ja. Und ich muss aber auch wirklich sagen, wir haben da aus dem Zufall heraus schon eine Premium-Unterkunft geschaffen, die es so in dem Gebiet erstmal nicht gibt. Und die Leute haben da wirklich Luxus. Also sie haben eine knapp 20 Quadratmeter große Küche, die auch 20.000 Euro gekostet hat damals, mit allem Möglichen an Ausstattung. Wir haben sämtliche Küchengeräte da, wir haben hochwertige Bettwäsche, wir haben Riesenräumlichkeiten, wir haben einen super tollen LG OLED-Fernseher, wir haben eine Playstation drin stehen, alles an Blu-Rays und Playstation-Spielen, Turngeräte, wir haben sogar Judomatten. Wenn Leute Bock auf sowas haben, können die sich die Judomatten rauslegen. Wir haben einen Boxsack im Wohnzimmer hängen, Ringe, an denen du turnen kannst, da haben wir auch hier ein Bild vielleicht zum Einblenden und wie gesagt, dann auch den Garten, eigener Parkplatz. Und vor allem das Haus hat, ist ein eigenstehendes Haus. Du hast keine Nachbarn an deiner direkten Wand. Du hast schon viele Nachbarn ringsrum, aber nicht an der direkten Wand. Dementsprechend kannst du auch lauter sein, ohne jemanden zu stören. Also du hast viel Privatsphäre. Es sei denn, ein gewisser Nachbar meldet sich. Genau, ja, das hatten wir einmal. Da hat sich eine nette Nachbarin gemeldet und sich gestört gefühlt und meine Nummer herausgefunden über unsere eigene Buchungsseite. Genau, und mich dann angeschrieben und mit der Polizei gewunken. Jetzt aber. Wow. Und dann bin ich zur Unterkunft gefahren und habe halt eben dann mich in den Hof gestellt, habe gehört, habe gesehen, okay, die großen Flügeltüren sind offen vom Wohnzimmer. Ja, da wird ein bisschen gelacht, aber in keinster Weise laute Musik oder irgendwie unverhältnismäßiges lautes Lachen. Also hast du mal über zum Beispiel den Noise-Sensor von Minute nachgedacht? Ja, genau. Da bin ich drauf gestoßen über einen anderen Kanal, der ähnlichen Content liefert wie ihr. Mhm. Hab da auch drüber nachgedacht, aber ich stelle mir einfach das dann so vor. Dann ist es zu laut, du kriegst eine Push-Nachricht auf dein Handy, hier, Achtung, Dezibel überschritten, und dann rufst du den Gast an. So, also wie maximal kontrolliert soll sich der Gast dann fühlen? Oder auch bei Sachen, zum Beispiel, wenn dann irgendwas ist und du sagst, ja, aber das habe ich auf der Kamera gesehen. Was denkt der Gast sich denn dann? Aber wenn er sich nicht an deine Hausregeln hält, dann hält er sich nicht an deine Hausregeln. Du kannst ja sowas sagen wie, definitiv. Hey, hör mal, ich habe hier vom Nachbarn mitgekriegt, ihr seid zu laut. So, also wenn es jetzt wirklich laut gewesen wäre, dann hätte ich auch definitiv was gesagt. Dann hätte ich gesagt, ey Leute, dann macht die Türen zu, weil das schallt hier nach draußen oder so. Hundertprozentig. Auf der anderen Seite muss ich... Und solche, ne? Es ist ja nicht jedes Mal, nur weil man laut ist, ist ja nicht jedes Mal direkt eine Party, also Partyalarm hier oder so, ne? Genau. Ich muss aber auch dazu sagen, es macht auch einen Unterschied, ob du jetzt vielleicht dann, wie wir, nur eine Unterkunft hast, wo es wirklich auf jeden Gast ankommt, oder du halt mehrere Objekte hast und es dir dann vielleicht auch mal mit einem, in Anführungszeichen, verscherzen kannst, ja, durch so eine Sache. Bei uns ist es schon so, wir sind schon, dadurch, dass wir eben darauf angewiesen sind, schon sehr tolerant. Ja. Glaube ich, ja. Ne? Ihr macht viel für eure Gäste. Und wir haben auch persönlichen Gastkontakt. Sorge auch, dann mal klarer Kante zu zeigen und zu sagen, hey, das geht gar nicht, was ihr hier gerade macht, um quasi auch die schlechte Bewertung zu in Kauf zu nehmen. Hatten wir zuletzt tatsächlich einen, dem ich das dann gesagt habe, das waren deutsche Gäste. Ja. Tut mir leid an alle Deutschen, aber wir hatten bis jetzt immer nur, nee, stimmt nicht ganz. Die anderen waren aus Belgien. Aber die hatten dann die Judomatten rausgelegt in den Garten.
So, und die, da haben sich dann Steine reingebohrt und haben die Stühle aus dem, vom Esstisch auch in den Garten geschleppt, hatten dann Besuch, die haben einen Hund mitgebracht und der Hund hat dann sich im Garten verewigt und es wurde nicht weggemacht. Und das waren so Punkte und da habe ich halt dann schon, habe ich ihnen dann geschrieben und habe gesagt, das war dann nach der Buchung, habe gesagt, hey Leute, alles gut, ne, das war auch deren erste Reise auf Airbnb. Aber gesagt, hier und da wäre es nett, wenn ihr da noch ein bisschen mehr drauf achtet. Ich meine, gerade mit solchen Sachen, da haben sich jetzt Steine reingebohrt. Eine so eine Matte kostet 40 Euro. Das sind sehr hochwertige Dinger. Die stellen wir jetzt euch nicht in Rechnung, aber wenigstens einmal ansprechen und sagen, und den Hundehaufen hättet ihr halt auch wegmachen können. So. Wäre ganz nett gewesen. Kannst aber schon machen, ne? Also wenn Sachen, wenn Gäste deine Sachen beschädigen. Und du musst dann auch, für dich noch, Robert, du musst da keine schlechte Bewertung fürchten, weil wenn sich jemand nicht an deine Hausregeln hält oder einen Schaden bei dir verursacht, dann kann er dich nicht, also kann er dich zwar schon bewerten, aber du kriegst diese Bewertung dann wieder raus. Airbnb muss die rausnehmen, weil dein Gast einen Bias hat, ganz klar. Ne? Also wenn du jetzt eine Geldforderung offen hast und der Gast hält das ungerechtfertigt, wie wird er das wohl bewerten? Das ist eine Änderung, die gibt es tatsächlich erst seit dem Winter-Update 22. Also es ging früher nicht. Früher musste man den Gästen wirklich dann, musste man die richtig pampern, obwohl die Gäste sich falsch verhalten haben, damit man trotzdem eine gute Bewertung bekommt. Ja. Und mittlerweile hat Airbnb aber erkannt, dass das Kacke ist für die Hosts, wenn Gäste sich falsch verhalten, dann trotzdem eine schlechte Bewertung hinterlassen. Ja, das ist für Horror. Den Gastgeber. Ja. Das geht gar nicht so. Ja. Die haben uns jetzt tatsächlich, dem ich das geschrieben habe, haben uns jetzt bis jetzt noch nicht bewertet. Vielleicht machen sie es auch nie. Also wenn die euch bewerten, dann kannst du es Airbnb gegenüber sagen, guck mal hier, die haben sich nicht an unsere Hausregeln gehalten. Genau. Und ja. Aber da will ich noch was dazu sagen, zu dem Learning, was ich jetzt habe, zwecks Hausregeln. In unseren Hausregeln steht super wenig drin. Wirklich super wenig. Und wir haben uns jetzt so eine Liste gemacht mit negativen Dingen, die Gäste so treiben könnten, auf die du selber ja nie kommst. Das merkst du erst, wenn es der Gast dann gemacht hat. Die wir jetzt dann in die Hausregeln aufnehmen, wie zum Beispiel, hey, die Stühle vom Esstisch sind nicht für den Außenbereich. Und auch die Matten, die Judomatten, sind auch nicht für den Außenbereich. Ne? Und aber das mit den Haustieren zum Beispiel, das hatten wir von Anfang an drinnen. Und da wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen könnte, geht nicht. Ja. Ich muss da gerade mal nachgucken, weil so eine Liste haben wir auf jeden Fall auch und ich habe die irgendwie nett eingeleitet. Sowas wie, hey, Hausregeln sind dafür da, dass sich Gäste, auch nachfolgende Gäste in der Wohnung noch wohlfühlen, weil sich alle Gäste an die Spielregeln halten. Gerade Thema Haustiere. Wenn du nach einer Unterkunft suchst, wo Haustiere verboten sind, weil du Allergiker bist, aber dann vorher doch ein Tier drin war, schlechte Kombination. Genau. So, und deswegen gibt es ja bei den Hausregeln zum Beispiel bei Airbnb unten drunter noch ein Feld, wo du deine eigenen Hausregeln hinzufügen kannst. Ja. Und da kommt wirklich alles rein. Also, klar, das fühlt sich dann für den Gast erstmal blöd an, wenn er sieht, okay, muss das buchen, weil ein Gast muss diese Hausregeln auch bestätigen, wenn dann das drinsteht. Deswegen habe ich die, also wenn er so eine lange Liste hat mit Kosten, 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 Kosten. Ah, okay, du hast dann auch direkt dazu geschrieben, so das kostet dann so X, wenn du das missachtest. Genau. Okay, zum Beispiel, interessant. Ich habe reingeschrieben, in unseren Wohnungen, wir haben nur Nichtraucherwohnungen, ist das Rauchen nicht gestattet. Solltest du dich nicht an unsere Hausregeln halten, muss eine Ozonreinigung durchgeführt werden, damit auch der nächste Gast wieder ein schönes Apartment hat und sich nicht wie in einem Aschenbecher vorkommt. Mhm. Und diese Ozonreinigung kostet dann je nach Größe zwischen 150 und 250 Euro. Ist einfach auch schon. Ist aufwendig, sowas zu machen. Ja, hatten wir auch. Ich habe ein eigenes Ozongerät gekauft tatsächlich, das, was nicht so teuer ist, aber der Aufwand, der betrieben werden muss, ist schon enorm. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe es dann selbst gemacht, dass nach dem Reinigen dieser typische Ozongeruch, der ist nicht ganz verschwunden. Das hinterlässt trotzdem so ein... Es riecht nicht mehr nach einer sauberen Wohnung irgendwie. Also schon... Ach, das ist komisch. Man muss es selbst gerochen haben, um das zu verstehen. Ja. Ich weiß, wie das riecht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht mittlerweile. aber ich habe immer das Gefühl, das ist noch einen Tag weg.
Also das zerfällt ja, halt wieder, ne? Genau. Es kommt auch darauf an, auf die Luftfeuchtigkeit. Ich habe mir da ein bisschen eingelesen, da können sich dann ja, im Zweifel irgendwelche Sulfate bilden, die dann doch wieder einen anderen Geruch abgeben. Es ist schwierig, aber wir hatten es bis jetzt Gott sei Dank nur zweimal mit dem Rauchen. Mhm. Einmal ja, bei der Horrorbuchung, die uns, haltet euch fest, 20.000 Euro Schaden eingebracht haben. Wahnsinn, was ist da passiert? Unsere zweite Buchung war das. Wir hatten, also besser gesagt, nicht die zweite Buchung, sondern die zweiten Gäste, die angereist sind. Die allererste mhm, Buchung, die wir hatten, die war dann weit in der Zukunft, weit, also 6 Wochen oder so. Und die allerersten Gäste, die da waren, waren Mädels aus Deutschland. Die haben Junggesellenabschied gefeiert und die fanden die Wohnung unglaublich schön und haben auch alles super toll hinterlassen. Es war wirklich eine tolle erste Erfahrung. Und dann hatten wir 3 junge Männer aus Belgien, die auch noch keine Bewertung hatten auf Airbnb. Dazu komme ich nämlich gleich nochmal. Das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Hatten noch keine Bewertungen, waren ganz neu, hatten einen ganz neuen Account erstellt. Ja, sind dann bei uns angereist. Ich habe mir total Mühe gegeben. Ich war selbst auch vor Ort. Die Schwester von meiner Frau, die wohnt nämlich im Vorderhaus und in dem oberen Stockwerk. Und da kann man dann schön runtergucken. Mhm. Ja, und die Jungs, die waren dann eben da. Ich hatte noch aus dem Fenster, es war ziemlich laut auf der Straße, dann habe ich auch aus dem Fenster geguckt, sehe so 3 Leute und dachte, Gott, das werden doch nicht unsere Gäste sein, ne? Weil die waren wirklich unangenehm laut schon auf der Straße. Aber es waren unsere Gäste. Die hatten die Unterkunft erst nicht gefunden. Aber auch wieder typisch, nichts gelesen, keine Check-in-Anweisung gelesen, gar nichts. Und dann geschrieben, hier, wir finden das Haus nicht. Ich so, naja, habt ihr die Check-in-Anweisung gelesen, weil da ist alles super beschrieben. Und dann haben sie es dann gefunden. Ich glaube, dann hat er es gelesen. Naja, und auf jeden Fall, lange Rede, die haben Eier, Säfte, Milch, also alles irgendwie, ganze Flaschen, Glasflaschen, gegen alle Wände geworfen, Eier auch gegen die Wände geworfen, die dann das Eigelb und Eiweiß, das läuft dann schön runter in die Steckdosen rein und verewigt sich dort und gegen die Möbel, also es war eine unbeschreibliche Sauerei einfach. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die haben ein Rap-Video gedreht oder so und dann hier mit Shampoos und ne, da einen auf dicke Hose gemacht. Weil eigentlich, also die Location gibt's her für so ein Video, sagen wir es mal so. Ja, es sieht schon ziemlich luxuriös und groß aus und die sind auch sehr frühzeitig abgereist. Die hatten 5 Nächte gebucht, sind aber dann in der zweiten Nacht schon abgereist und hatten ja, tatsächlich so die Dreistigkeit. Halte ich fest, die haben versucht, es selbst noch sauber zu machen und hatten dann die Dreistigkeit. Also ich verstehe das ganze Konstrukt nicht. Die haben sich benommen wie die Axt im Wald und wir haben dann an der Wand überall so blaue Spuren gefunden noch von einem Schwamm. Diese grobe Seite von einem Schwamm. Also die haben versucht, das wegzuschrubben, ihre eigene Schweinerei. Das Schlimmste war eigentlich, dass sie auch dann beim Reinigungsversuch, ich weiß nicht, ob es einfach nur bösartig war oder ob es daran lag, dass sie was sauber machen wollten, die haben in der ganzen Küche Reinigungsmittel verteilt. Klarspüler unter anderem und diese rote Flasche von Bref ist ein ziemlich scharfes Reinigungsmittel auf der Echtsteinplatte, also überall verteilt. Das heißt, dass dieser Stein jetzt verätzt wurde und die Schränke teilweise von der Feuchtigkeit und von der Flüssigkeit, die noch runtergetropft ist, aufgeweicht sind. Ne? Das Holz quillt dann auf, wird so wellig und so weiter. Scheiße. Und allein die Küche waren 12.000 Euro Schaden. Krass. Ja. Und also weißt du warum? Also für dieses Rap-Video oder hast du danach noch irgendwie Kontakt mit denen? Ja, ich hab denen geschrieben. Also was ich denen geschrieben habe, war einfach nur, dass sie sich schämen sollen. Dass sie sich einfach in Grund und Boden schämen sollen. Habe ich ihnen geschrieben. Und dass es eben das Zuhause unserer Kinder ist und so weiter, was sie da gerade so verwüstet haben und das mal vielleicht mal reflektieren sollten, was das bedeutet, auch für die Kinder. Denen wir das aber nicht erzählt haben, logischerweise. Mhm. Genau. Wir haben das dann auch nachts, ich hatte eben noch runtergeguckt, es hatte geregnet und die hatten die Türen ganz offen stehen. Es hat uns also alles gewundert gehabt. Die haben aber wirklich das richtig, richtig Wut auf deine Gäste, wenn du das so erzählst und das, ich bin ja jetzt nur irgend so ein unbeteiligter Dritter, das muss ja für dich der Horror gewesen sein. Naja, vor allem, es kam eine Anfrage von dem Gast, bevor ich realisiert habe, dass die wirklich weg sind. Kam eine Anfrage von dem Gast, ja, er möchte früher abreisen und sein Geld zurück. Was? Ja, das habe ich abgelehnt. Oh. Nein, in dem Moment ist es mir wie so ein Blitz durch meinen Körper gefahren und ich habe es irgendwie gespürt, dass was überhaupt nicht stimmt. Ja. Bin runter, habe geklopft, ne? Ist jemand da, hallo, paar Mal geklopft, geklingelt, keiner aufgemacht, also sind wir dann rein.
und standen vor dem Scherbenhaufen. Buchstäblich. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin in die App und habe diese Anfrage abgelehnt. Und dann hat er tatsächlich am nächsten Tag nochmal eine neue Anfrage gestellt, um wieder zu versuchen, Geld zurückzubekommen. Also es war an Absurdität eigentlich überhaupt nicht zu toppen. Und da habe ich ihm dann geschrieben, ne, weil ich wollte erst gar nichts schreiben. Ich dachte, ey, nee, komm, lass es. Und da habe ich ihm dann geschrieben und habe gesagt, hier, also jetzt auch noch zu fragen und schämt euch, ne? Ja. Ja, letzten Endes dann Kostenvoranschläge eingeholt, Firmen beauftragt, aber das meiste auch in Eigenregie gemacht. Da kommen wir dann mal zu Airbnb vielleicht und deren Aircover. Ja. Weil vor allem der Bekanntenkreis mich immer gefragt hat, ne, und die Eltern und so weiter und Schwiegereltern, ja, was ist, wenn da was passiert und was ist doch euer Zuhause? Und ich immer, nein, wir haben ja Airbnb Aircover, ne, die werben ja damit. Ja. Und ist ja ganz toll. Und das funktioniert ja im kleinen Maßstab auch sicherlich. Ich will das nicht komplett verteufeln, aber ich kann halt hier für alle, die das jetzt eben hören, wir hatten, wie gesagt, also es waren knapp 20.000, 19.800 irgendwas insgesamt. Und ich hatte auch die Originalrechnung, also die Jungs haben auch ein Glas in den Fernseher reingeworfen. Also der Fernseher war auch kaputt. Ne? Was? Ja, ja, also wirklich Vollgas. Dann haben sie mit dem Sauger, wir hatten so einen Dyson-Sauger ohne Kabel eben für kleinere Sachen, damit haben sie Flüssigkeit aufgesaugt, bis der halt kaputt war. Also es nimmt gar kein Ende, es war wirklich ein Riesenschaden. Und dann all diese Rechnungen eben, die hatte ich ja Gott sei Dank noch vom Fernseher, vom Sauger, von den Möbeln, von Ikea und so weiter. Ne? Die Couch war ja auch zerstört, weil da auch Eier in die Möbel eingezogen sind. Das kannst du dann wegschmeißen, so, das war es halt einfach. Mhm. Und ja, das dann eingereicht alles bei Airbnb und es hat ewig gedauert. Ich musste dann dreimal nachfragen. Es hat wirklich, ich glaube, 2 Monate oder so gedauert, bis die sich dann überhaupt mal gemeldet haben, also richtig gemeldet haben. Bis dahin haben sie immer gesagt, ja, wir prüfen noch, wir prüfen noch. Dann sollte ich noch irgendwelche Rechnungen einreichen, habe ich alles gemacht. Und dann haben sie mir einen Zahlungslink geschickt, so läuft es dann ab. Du kriegst einen Zahlungslink, den du dann anklicken kannst oder auch nicht. Ich habe es nämlich erstmal nicht gemacht, denn sie haben gesagt, wir übernehmen, ich glaube, 5.300 Euro von diesen 20. 20.000. Ja, und das war natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Ja. Und da habe ich halt gesagt, also wie kommt denn das zustande? Das gibt's doch gar nicht. Und dann haben die ja eben gesagt, naja, also die Küche ist nicht mit abgedeckt bei Aircover. Und dann habe ich deren eigenen Terms und Conditions kopiert, auf deren Internetseite, rausgesucht aus den AGBs und ihnen geschickt. Und gesagt, das erzählt ihr mir da für einen Käse. Hier sind eure Terms and Conditions. Und da ist sehr wohl auch die Küche mit abgesichert. Naja, und dann hatte der nette Herr, aber das war, man muss auch sagen, vom emotionalen Standpunkt her war das alles schon an einem Punkt bei uns, wo wir auch gar keine Lust mehr hatten. Also wir waren wirklich fertig von dieser Erfahrung und ich glaube auch irgendwie die meisten Leute hätten da das Handtuch geschmissen. Ja. Vor allem, wenn Airbnb dann sich so weigert zu zahlen. Und was heißt weigert, also zu wenig zahlt. Und dann hat der nette Herr mir aus, ich weiß nicht, Florida oder was, von wo die geschrieben haben, mir dann halt nochmal geschrieben, naja, also er ist darauf gar nicht eingegangen, dass ich ihm die eigenen Regeln geschickt habe, die eigenen Terms and Conditions. Und hat dann gesagt, naja, wird nicht übernommen, ist so. Und hier ist der Zahlungslink. Ich wollte dir mitteilen, dass der auch ein Verfalldatum hat. So daher die Empfehlung, klick auf den Link oder du kriegst gar nichts. Ne? Das war im Endeffekt heftig. Ja, auf jeden Fall heftig. Da muss ich irgendwie jetzt direkt dran denken, ja, Anwalt einschalten, oder? Bei dem Betrag auch. Auf jeden Fall. Für uns war es dann so, dass diese 5.000 Euro zumindest unsere Materialkosten gedeckt haben für eine neue Couch, für Farbe, Tapete etc. Mhm. Solche Dinge. Und wir das dann in Eigenregie gemacht haben, das meiste. Und die Küche bis heute, diese kaputte, Anführungszeichen kaputte, also du wischst die Platte und es ist viel Arbeitsfläche. Du wischst es alles, wenn du es aber weißt, dann siehst du, dass es halt fleckig ist. Ja. Es ist halt nach wie vor fleckig. Ich hatte auch probiert, da so einen Steinmetz mal zu beauftragen, der das vielleicht nochmal aufpolieren kann. Hab da aber auch keinen erreicht, wirklich. Ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Und das ist bis heute so. Also die Küche wurde nie repariert. Die ist so, die Schränke sind zum Glück nicht so extrem aufgequollen, dass man das sofort sieht. Ich sehe es, ich spüre es, wenn man es anfasst. Und genau, auf den Kosten sind wir tatsächlich sitzen geblieben. Learning daraus war aber, und das muss ich mir dann auch selbst zuschreiben, weil auf booking.com zum Beispiel hast du halt auch kein Aircover. Da gibt es keine Versicherung.
Also war das Learning, eine eigene Versicherung abzuschließen. Für alle, was die das habt jetzt, ihr da jetzt abgeschlossen? Genau, das, normalerweise ist es ja eine Hausratversicherung. Wenn du das aber gewerblich betreibst, nennt sich das dann eine Innenraumversicherung. Und die haben wir jetzt abgeschlossen. Ich glaube, die zahlen bis zu 40.000 Euro um Schadenssumme und wir zahlen knappe 600 Euro im Jahr für diese Versicherung. Ja. Habe ich jetzt letztens von einem anderen auch gehört, das 40.000 haben die abgesichert oder 30.000, irgendwie sowas. Und auch 600 Euro im Jahr an Beitrag. Und muss ja überlegen, Thema Versicherung finde ich so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde grundsätzlich, Versicherungen sind dann wichtig, wenn es an die Existenzgrundlage geht. Zum Beispiel so eine Krankenversicherung. Ja, wenn du krank wirst und musst diese Krebsbehandlung bezahlen, das geht halt nicht. Das geht an deine Existenz. Oder eine Haftpflichtversicherung, wenn du jetzt jemanden in den Rollstuhl bringst, finde ich, ist auch ein Muss. Einfach. Aber so diese ganzen, weiß nicht, sonst alles noch an Versicherungen, du kannst ja jeden Scheiß versichern. Ja. Die sind einfach komplett nutzlos, meiner Meinung nach. Und ich bin Versicherungskaufmann gelernter. Ach ja. weil das bedroht halt einfach nicht deine Existenz. Ja. Wenn also du gerade das jetzt Berufsunfähigkeit und sowas, ne? Genau. Wenn du das jetzt aber ummünzt auf deine Ferienwohnung als Betrieb sozusagen nimmst, als Person, dann ist das schon für die Person Ferienwohnung, für den Betrieb eures Objekts existenzbedrohend, wenn Gäste sowas machen, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Und deswegen finde ich das schon sinnvoll, so eine Versicherung abzuschließen, wenn es jetzt dein einziges Objekt ist. Ne? Wenn du mehrere Objekte hast, wie bei uns zum Beispiel, dann muss ich jetzt nicht unbedingt jedes Objekt absichern, weil ich mir denke, gut, das kann man ja querfinanzieren dann. Ja. Nee, aber so viel zu meinem Punkt zum Thema Versicherung wollte ich dann nochmal erklären. Nichtsdestotrotz, Robert, wie ist es denn mit der Haftpflichtversicherung von den Gästen? Habt ihr das mal versucht? Klar, ich habe Airbnb angeschrieben und gesagt, naja, also die Jungs müssen sich ja zumindest mit Ausweis verifiziert haben. Wie sieht's denn da aus? Aber da komme ich auch wieder zurück zu diesem mentalen Punkt, an dem wir dann da waren. Ich wollte dann auch einfach damit abschließen. Ich wollte einfach damit abschließen, war auch irgendwie dankbar ans Universum für diese Erfahrung, weil ich einfach sage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert? Du kriegst ja bei Airbnb auch einen, wie nennt sich das genau, so einen Mentor oder was? Kannst du haben, wenn du möchtest, ja, erfahrene Gastgeber, die dir helfen. Ja. Da hatten wir auch eine, die, der man dann einfach Fragen stellen kann und die das seit 6 Jahren macht. Und der habe ich die Geschichte erzählt. Und die hat natürlich gesagt, das hat sie noch nie erlebt. Sie dachte, das wären irgendwelche Ammenmärchen und Horrorgeschichten aus den Qualitätsmedien, die dir da halt dann Angst machen wollen. Aber ich habe gesagt, nein, es ist Realität. Es ist wirklich passiert. Aber die Chance dazu, dass dir das passiert, ist enorm gering. Und von daher war ich froh darüber, weil mir einfach klar war, das passiert mir nie wieder. Zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass uns das nochmal passiert, ist sehr gering. Ja. Und das halt gleich beim zweiten Aufenthalt, dann habe ich gesagt, komm, schüttel dich, du hast es hinter dir und deswegen halt auch das Thema mit dem Anwalt und so weiter nicht, weil ich dann einfach gesagt habe, dann zieht sich das, dann wirst du damit permanent konfrontiert und ich wollte es einfach abschließen. Ne? Der Schaden war, ja. Weitermachen. Genau, so. Weil das war das, worum es ging. Krasses Mindset. Ja. Also selbst für so eine negative Erfahrung Dankbarkeit zu empfinden, das ist schon heftig. Das muss, und wir standen in der Wohnung und haben geweint. Wirklich. Also uns sind die Tränen gekommen und, und das war hart. Das war wirklich hart, weil es ja unser Zuhause ist. Es ist ja unser Zuhause. Ja. Es ist nicht irgendwas, was wir extra da nur gewerblich angemietet haben, sondern die Kinder sind da aufgewachsen und dann kommen da so 3 Halbstarke, die da den Affen machen. Also. Aber wie gesagt, sowas ist nie mehr passiert. Das Schlimmste, was dann noch passiert ist, war, dass dann nochmal geraucht wurde. So, die haben geraucht und haben mit einem Schuh den Rauchmelder von der Decke geworfen. Also die haben so oft den Schuh gegen die Decke geworfen, bis der. Kannst du dir nicht ausdenken, ja? Das sind Sachen, die kriegst du dann gezeigt. Was ist da eigentlich möglich an Dummheit? Wo du dir auch denkst, Leute, wer hat euch denn ins Gehirn geschissen eigentlich? Ja. Ich muss aber sagen, Chapeau trotzdem an die Gäste,
Ich habe denen dann gesagt, was ist das für eine Sauerei und so weiter. Ich werde das an Airbnb melden, etc. Und die haben dann gesagt, naja, also die haben ein Bett haben sie kaputt gemacht, haben wohl auf dem Bett gekämpft oder was auch immer, ich will es mir nicht weiter ausmalen. Naja, und den Rauchmelder und geraucht in der Bude. Und dann habe ich mir das so ein bisschen zusammengerechnet und habe gesagt, jo, das sind 600 Euro Schaden, die ihr da produziert habt. Und dann hat sich einer der Gäste wirklich schriftlich mehrfach entschuldigt und gesagt, weißt du was, ich komme jetzt vorbei. Und, aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich dazu erwähnen muss. Die hatten einen Mietwagen und haben den Schlüssel vom Mietwagen in der Wohnung verloren. Oh nee, so und dementsprechend saß ich natürlich voll am langen Hebel und habe gesagt, klar, gar kein Thema, du, den Schlüssel habe ich hier, bring mal 600 Euro mit. Und der kam dann und hat dann unserer Reinigungskraft die 600 Euro in bar hingeblättert und dann seinen Schlüssel überreicht bekommen. Und ich schwöre dir, ich hätte ihm den Schlüssel auch nicht gegeben anders. Ja. Ja. Also da war das Gute, dass es dann auf unserer Seite war, die Macht. Und da meint das Universum auf jeden Fall gut mit euch dann. Ja, ja, und dann war aber auch froh und hat sich tausendmal entschuldigt. Ich habe denen dann trotzdem eine schlechte Bewertung reingedrückt, logischerweise. Und hat er mich dann nochmal angeschrieben und gesagt, ja, warum ich das jetzt gemacht hätte und so weiter. Der Hintergrund war nämlich, das ist vielleicht für alle anderen Gastgeber da draußen, es gibt manche Profile, die buchen, aber kommen selbst nicht, sondern andere Leute. Und das war auch hier so eine Konstellation. Und es waren Gäste aus Holland. Und gefühlt, wir hatten dann mehrfach noch solche Anfragen. Diese Anfragen kamen immer aus Holland. Ich weiß nicht, was die da treiben. Keine Ahnung, ja. Aber das war dann auch, das haben wir über die Kameras herausgefunden. Wir haben dann gesehen, da hatte eine Frau gebucht und eine Frau war aber nie dabei. So, und da habe ich halt gesagt, hey, wo ist die Person, die gebucht hat? Hier ist irgendwas komisch. Vielleicht für dich zur Erklärung, das ist häufig, wenn in Firmen der Account zum Beispiel auf die Sekretärin läuft oder sowas. Mhm. Und dann bucht sie die Geschäftsreise oder Montage, ganz häufig kommt das bei Montagen vor. Dass dann jemand für die Personalunterbringung zuständig ist, der bucht dann die Reisen und die Leute kriegen die Monteure kriegen einfach dann nur die Check-in-Infos weitergeleitet. Das sind sogenannte Drittbuchungen, die bei Airbnb auch eigentlich ausgeschlossen sind. Also es darf eigentlich nur der Gast anreisen, der auch wirklich bucht. Sei denn, du gibst das vorher schon direkt an. Ist die Reise für dich oder ist die Reise für wen anders? Früher war es auf jeden Fall so, dass Drittbuchungen ausgeschlossen sind. Wie es jetzt ist, muss ich ehrlich gesagt nochmal nachlesen. Ist immer noch so. Ist immer noch ausgeschlossen. Aber es war sofort klar, dass es so ein Fall nicht ist. Ich kenne die Fälle, weil ich habe dann diesem Gast geschrieben, wer ist da jetzt in der Unterkunft? Und sie hat dann gleich geschrieben, ja, das sind Freunde von mir und so weiter. Und habe ich gesagt, dann schick mir bitte einen Personalausweis von jedem. Ja. Und dann haben die dann auch Fotos gemacht und tatsächlich von jedem, der da war, ein Perso geschickt. Und das waren jetzt... Das ist wieder ein schwieriges Thema, ja, aufgrund von Aussehen oder was weiß ich, aber es waren jetzt auf jeden Fall nicht die typischen Geschäftsleute. Vielleicht nicht die, wo du dann sagst, vielleicht nicht die euch klassischen Geschäfte. Ganz gerne begegnen alleine in einer dunklen Gasse. Ja, tatsächlich, es waren einfach junge Kerle, die kernig ausgesehen haben und Nee, die haben dann Shisha geraucht, haben dann Zigaretten geraucht und die Kippenstümmel in die Toiletten geworfen. Ja. Total sinnlos halt. Wieso macht man sowas, ja? Du benutzt ja auch als Channel Manager Smoobu, richtig? Ja. Arbeitest du da mit den Meldebögen? Ja. Muss ich ja. Ja. Mhm. Ja, muss. Also es gibt ja Leute, die machen das nicht. Ne? Und wir machen es bei uns zum Beispiel einfach als Voraussetzung, dass du die Check-in-Infos kriegst. Musst du diesen Meldebogen ausfüllen. Genau, ja, das war auch so ein Tipp von euch. Da kann man angeben, was man will. Und gerade wenn man jetzt schlechte Vorsätze hat, dann gibst du da vermutlich eher nicht die richtigen Daten an. Mm. Ich hatte aber auch schon einen, die hat sich überhaupt nicht an unsere Hausregeln gehalten. Also auch geraucht und zu spät ausgecheckt und dreckig die Wohnung hinterlassen und so. Mm. Und die hat einfach alles ihren Klarnamen da angegeben. Und dann... Ja, super. Ja, hast du dir ja auch eine Rechnung schreiben. Schreibst du einfach eine Rechnung, beziehungsweise Haftpflichtversicherung von denen. Also, wenn du über Airbnb gehst, dann das. Über Booking kannst du übrigens auch eine Kaution hinterlegen.
Genau, ja. Hast du das schon gemacht? Habe ich gesehen, ich muss jetzt nachgucken. Das war nämlich mal ein Thema nach dieser ganzen Erfahrung. Haben wir, doch, ich glaube, wir haben tatsächlich eine Kaution hinterlegt. Ja. Also es gibt leider nur bis 150 Euro. Genau. Genau. Und das deckt aber ehrlich gesagt, die meisten Sachen deckt das ab. Ja, ne, so ein Glas oder so ein Handtuch. Genau, oder. Genau. Ja. Oder irgendwie, jemand hat geraucht, dann chargt er einfach direkt die 150. Oder jemand hat die Wohnung stark verdreckt hinterlassen und du musst nochmal 100 für die zusätzliche Reinigung fordern oder sowas. Wir hatten jetzt so ein paar Sachen, also so ein Glas oder was, stelle ich ehrlich gesagt gar nicht in Rechnung. Aber nee. Wir hatten jetzt immer wieder Mädels, die meinten, sie müssten sich mit dem Kopfkissenbezug oder mit einem Handtuch abschminken. So, und das geht halt einfach überhaupt nicht mehr raus. Also wirklich ein Handtuch genommen und dann so gerieben und halt eine Person, die halt stark, also viel Make-up benutzt. Und da haben wir halt dann die Wäsche in Rechnung gestellt. Ja. Das sind jetzt auch keine großen Beträge, aber ich finde es einfach respektlos, das so zu machen. Und da vielleicht noch der Tipp an dich, nimm halt graue. Abschmink. Ja, wir haben jetzt extra dunkle Abschmink-Handtücher oder was, die wir da jetzt auch bereitlegen für die weiblichen Gäste. Genau. Ja, sehr gut. Robert, wir haben jetzt schon, krass, wir haben schon über eine Stunde jetzt sind wir am Schnacken und ich komme mir so vor, wir können jetzt echt vom Holzen auf Spitze. Ja, wie ich uns beide kenne, können wir einfach weitermachen. Ja, und wir haben die wichtigen Themen noch gar nicht besprochen. Nein, haben wir nicht? Nein, euren Camper-Lifestyle. Ach so, finde ich ja. Na, also müssen wir jetzt hier nicht im Podcast groß ausführen, aber ich persönlich finde das sehr spannend. Und ja, wenn du jetzt noch unser Community quasi, die jetzt an der Kippe ist, mache ich Airbnb, mache ich nicht Airbnb, so, wenn du denen eine Sache mitgeben möchtest, gibt es da vielleicht bei dir im Kopf so eine Sache, wo du sagst, Jungs, Mädels, darauf müsst ihr achten. Ah, okay, aus der Sparte heraus, weil es ist ja was anderes, ob du dich grundsätzlich fragst, soll ich das machen, oder ob du mich jetzt ganz konkret fragst, worauf sollte man... Dann machen wir es eher aus der anderen Sparte, aus der Sparte, wo du gesagt hast, dieses Grundsätzliche. Wenn man sich so überlegt, so soll ich das machen, was kann da passieren? Ja, also ich meine, jeder, der jetzt hier zugehört hat, vermeidet eigentlich schon mit die größten Fehler, die man machen kann. Gerade wenn es um sowas geht wie eine Innenraumversicherung. Ja, dass wenn du dann doch diesen unwahrscheinlichen Fall hast. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Ängste bei den Leuten, die da sagen, oh nee, und wenn ich das mache und da könnte mir dieses und jenes passieren. Weil an sich, der Markt ist riesengroß und der hat auch noch Platz für weitere Unterkünfte, bin ich mir ganz sicher. Von daher sollte sich nicht die Frage stellen, funktioniert das überhaupt? Jeder, der das einigermaßen professionell angeht, der wird auch erfolgreich sein, zu 100%. Und da muss ich halt aber auch ganz klar sagen, und es soll jetzt kein Verkaufsgespräch sein oder irgendwas, aber da sich auf jeden Fall Hilfe holen von Leuten, die das gut können, die da Erfahrung haben. Weil warum nicht darauf zurückgreifen? Es ist wirklich so, dass man, zum Beispiel bei uns jetzt, wenn ich von Anfang an mit dir gesprochen hätte, dann wäre viel Geld nicht auf der Straße liegen geblieben und es hätte die Kosten, die so ein Coaching hat, also bei weitem gedeckt. Bei weitem. Wenn wir von Anfang an die Preisstrategie, die wir beide zusammen erarbeitet haben, gerade über Price Labs, weil du mir ja auch geholfen hast, dann dort richtig die Profile einzustellen und so weiter, was enorm wichtig ist. Und das ist, wenn du da das erste Mal davor sitzt, einfach sehr viel. Es sind sehr viele Knöpfe, sehr viele Untermenüs. Genau, und wenn man da jemanden hat wie dich, der da mit dir durchgeht und das macht, dann kommen dann auch einfach sofort andere Summen bei rum. Ja. Und die machen das Coaching, also wirklich, die gleichen das sofort wieder aus. Ja, und das war auch die Erfahrung bei uns. Dankeschön. Sehr gerne. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich bin halt jemand, der es gerne alleine macht und der es aber auch gerne richtig macht. Also wenn ich was mache, dann packe ich es richtig an. Deswegen haben wir von Anfang an Channel Manager, Price Labs. Nur du weißt, als ich zu dir kam, hast du gesagt, hast du das und das? Und ich so, ja, habe ich alles. Ne? Also die meisten Sachen hatten wir schon und es war tatsächlich Feintuning. Sehr, sehr gut prepared auf jeden Fall. Genau, und wir beide haben dann Feintuning betrieben und ich bin auch ehrlich, ich habe von Anfang an, ich bin immer skeptisch. Warum?
also skeptisch mit solchen Coachings. Ich bin nämlich mal böse auf die Nase gefallen. Wir haben vorher ein nicht Airbnb, sondern über Amazon haben wir Ware verkauft. Ja. Ne? Wir haben selbst ja Kinderrucksäcke designt und produzieren lassen und so weiter. Und es ist noch umfangreicher, dieses ganze Amazon-Thema. Also würde ich wirklich sagen, ist irgendwie 3-4 Mal so umfangreich und aufwendig wie Airbnb. Und dann habe ich da, glaube ich, 5.000 Euro damals für ein Coaching bezahlt und das war einfach nur Lehrgeld. Es hat mir irgendwie in dem Fall nichts gebracht gehabt, ja. Deswegen bin ich da sehr skeptisch gewesen, darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber das Coole war bei dir, und deswegen habe ich es auch gemacht, dass ihr von Anfang an sagt, ey, wenn du gar nichts mitnimmst aus diesem Coaching, dann will ich dein Geld quasi gar nicht, ja, dann kriegst du es zurück oder bezahlst es gar nicht. Jeder nimmt immer was mit. Also, und rentiert sich gerade bei solchen Unterkünften, rentiert sich das einfach total. 100%, ja. Und ich habe nicht nur eine Sache mitgenommen, sondern einige und auch immer wieder. Wir haben uns ja auch nochmal ein bisschen zusammengesetzt. Und jetzt lassen wir das Ding erstmal so, der Zug rollt auf jeden Fall und läuft. Ihr seid gut eingestellt, wenn irgendwann mal, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr irgendwann mal fünfstellig werdet im Monat. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist so das Nächste. Ich denke, realistisch könnte das dann, auch aufgrund der Einstellungen, die wir zusammen gemacht haben, müsste das dann im Endeffekt nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr noch passieren, dass man dann in einem Monat wirklich mal die 5 Stellen knackt. Was natürlich Wahnsinn. Nice to have ist. Einer auf jeden Fall. Also echt gut, aber natürlich, ihr habt Platz für viele Leute. Ne? Da würden andere dann vielleicht 3 Unterkünfte draus machen bei der Fläche. So, aber es ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Und da könnt ihr echt stolz sein auf euch. Danke dir. Robert, ich wollte das noch loswerden. Sollten wir also mal eine zweite Unterkunft machen und wir hatten einige Gäste, die gesagt haben, das Einzige, was fehlt, das fand ich eine super geile Bewertung, dass ihr nur eine Unterkunft habt. Ihr müsst noch mehr, ihr müsst noch mehr machen, weil ihr das so geil macht. Geplant konkret nicht, aber der Hintergedanke ist natürlich da. Und wenn, vom Gefühl her, sage ich dir ehrlich, würde ich wieder sowas Großes machen, wo es was Exklusiveres ist, also was ganz Besonderes. Vielleicht sogar im Ausland, ich weiß es noch nicht, ja. Ich habe da einige Airbnbs ja schon gesehen. Aus Containern haben die sich da mega die Unterkünfte gebaut oder eine alte Kirche umfunktioniert und solche Sachen. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ja. Also irgendwas Uniques. Nicht so diese 0815 Standardwohnung. Ja, find ich irgendwie geil. Ja, okay. Ja. Hör mal, Robert, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, die du dir jetzt auch genommen hast, um hier einen Podcast mit mir zu machen, einen Videopodcast. Und wünsche dir viel, viel, viel Erfolg noch in der Vermietung, dass du die 10.000er-Marke knackst und dass du vor allem nicht mehr solche Kackgäste hast, wie ist nie wieder passiert. Ja. Aber gutes Learning, gutes Mindset. Ja, lasst euch nicht entmutigen, ne? Einfach nur. In diesem Sinne? In diesem Sinne. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, ciao. Ciao.